von meintraumhund.de und heute soll es um Indoor-Aktivitäten für deinen Hund gehen und zwar um welche mit Köpfchen. In diesem Video erwarten dich also keine Ideen wie Versteckfutter in Papprollen oder bastel deinen eigenen Kong, auch wenn generell nichts gegen solche Ideen spricht. Aber heute soll es eben um die gezielte und wirklich sinnvolle Auslastung zu Hause gehen. Du wirst sehen, dass dein Hund davon enorm profitiert und es sogar positive Effekte für euren Alltag und euer Miteinander hat und dein Hund dabei sogar noch Spaß hat. Einige Ideen werden vielleicht völlig klar auf der Hand liegen und man vergisst sie im Alltag nur oder man unterschätzt sie. Andere Ideen sind dir vielleicht neu. In jedem Fall wird für jeden was dabei sein. Also viel Spaß mit dem Video und ganz viel Freude beim Umsetzen mit deiner Fellnase. Signale erlernen, üben und halten ist natürlich Kopfarbeit, wird ganz oft unterschätzt, ist aber nicht nur hilfreich für den Alltag, sondern auch für wirklich jeden Hund geeignet, denn Schwierigkeit und Art der Übung lassen sich ganz individuell anpassen. Allein das sichere Ausführen von Signalen ist schon Kopfarbeit, lässt sich eben aber auch ganz toll variieren. Gib deinem Hund die Signale zum Beispiel nur als Sichtzeichen. Oder du gibst sie ihm nur als Hörzeichen. Oder du veränderst die Position zu deinem Hund, zum Beispiel, dass du nicht wie üblich stehst, sondern einfach vor ihm kniest. Ein absolutes Muss, das sichere Halten von Signalen. Das ist im Alltag oft schon die halbe Miete, lohnt sich also wirklich zu üben. Und dann vor allem auch mit ganz unterschiedlicher Ablenkung. Wenn das sichere Platz gut funktioniert, dann üb doch einfach am sicheren Sitz oder am sicheren Steh. Das Signal auch dann zu halten, wenn die Futterbelohnung kommt, ist gar nicht so einfach, kann aber wirklich ganz gezielt und einfach geübt werden. Und immer wieder eine tolle Übung ist natürlich die Verleitung mit Futter, das heißt hier zum Beispiel das sichere Platz, selbst wenn das Futter auf den Boden fällt. Und ganz wichtig, vergiss nicht, deinen Hund hier regelmäßig zu belohnen, und zwar in ganz kleinen Schritten. Außerdem lässt sich auch diese Übung nach und nach variieren. Für die meisten Hunde eine wirklich große Herausforderung, das Halten von Signalen, wenn zum Beispiel ein Ball oder ein anderer Bewegungsreiz ins Spiel kommt. Wichtig! Macht dein Hund zu viele Fehler, solltest du die Übungen unbedingt anpassen, denn dann lernt dein Hund deutlich schneller und besser. Also die Übung so aufbauen, dass dein Hund die Aufgaben erfolgreich meistert, also kleinschrittig belohnen und die Schwierigkeit erst dann schrittweise nach und nach erhöhen. Für mehr Hundehalter? Während du mit dem einen Hund etwas übst, lässt du den anderen einfach ein Signal halten. Körpersprachliches Lenken. So beginnt Distanzarbeit. Einen Hund auf größere Distanzen zuverlässig zu lenken, sieht immer besonders beeindruckend aus. Wird aber immer mit kleinen Distanzen erstmal aufgebaut, lässt sich also ganz toll daheim üben. Erst wenn der Hund die Signale zuverlässig kann, dann erst wird die Distanz Schritt für Schritt ausgebaut und das ist meist nur noch eine Kleinigkeit. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten für mehr Hundehalter, die Hunde entweder abwechselnd lenken oder beide Hunde gleichzeitig einbeziehen. Kontrollierte, konzentrierte, koordinierte Körperschulung. Hier geht es um Körperschulung mit Hilfe von Geräten, sage ich mal, also das Lenken über oder auf bestimmten Geräten, denn das ist anspruchsvoller als man denkt. Schnell und egal wie ist zwar einfach, aber langsam, bewusst, Schritt für Schritt und mit viel Ruhe, das braucht tatsächlich Konzentration. Dabei befinden sich Geräte für diese Übungen in jedem Haushalt. Bereits eine einfache Klappkiste, wie hier im Video, bietet viele Möglichkeiten, denn nicht nur vor oder zurück, sondern zum Beispiel auch auf der Kiste drehen ist eine Variante. Oder die Kiste eben aufklappen, dann müssen die Pfoten ganz bewusst angehoben werden und natürlich gilt auch hier, Schritt für Schritt bestätigen. Denn Ziel ist Ruhe und Konzentration. Für die Fortgeschrittenen in diesem Bereich gibt es natürlich Geräte mit mehr Herausforderungen, zum Beispiel den Erdnussball. Wer da ein bisschen mehr Interesse hat, ich habe euch unten im Text einen ganz tollen Shop dafür verlinkt. Tricktraining ist tatsächlich mehr als einfach nur süß, für die meisten Kopfarbeit Nummer 1 und das tatsächlich schon bei recht einfachen Tricks, wie zum Beispiel Pfote geben, winken bzw. Männchen machen, Pfoten auf Distanz anheben, etwas mit der Pfote berühren, verbeugen, auf die Seite legen, sich drehen, durch die Beine laufen, den Kopf verstecken,
oder den Kopf irgendwo auflegen. Wichtigste Basis für alle Tricks: Signal Touch, also etwas mit der Pfote berühren, und Signal Nose, etwas mit der Nase berühren. Das solltest du also als erstes mit deinem Hund üben, denn manches lässt sich auch gut mit Futter vor der Nase erarbeiten. Das Futterlocken hat aber entscheidende Nachteile. Dein Hund hat nur noch das Futter im Kopf und denkt nicht gut mit. Das sieht man hier ganz schön an der Myla. Sie macht alles, um an das Futter zu kommen, nimmt aber gar nicht wahr, was sie da eigentlich tut. Ganz anders, wenn wir hier über das Signal Nose arbeiten. Myla hat gelernt, meine Hand zu berühren und demnach meiner Hand zu folgen. Damit lässt sich Myla in jegliche Positionen bringen und ganz einfach in bestimmte Richtungen lenken, aber eben mit eingeschaltetem Köpfchen. Wie baust du das Signal Nose denn auf? Erstmal braucht dein Hund die Idee, worum es eigentlich geht. Viele Hunde berühren die Hand bereits, wenn sie ihnen so einladend präsentiert wird, oft mit der Erwartung, dass Futter in der Hand ist. Genau das machen wir uns hier gerne zunutze. Dein Hund darf also gerne denken, dass du Futter in der Hand hast. Und sobald er die Hand mit der Nase berührt, lobst du ihn und er bekommt dafür bitte ein Leckerli. Erst wenn ihm klar ist, dass es in der Situation darum geht, die Hand mit der Nase zu berühren, verknüpfst du ein entsprechendes Signal. Und zwar sagst du das Signal dann unmittelbar, bevor du ihm die Hand anbietest. So lernt er ganz einfach, was das Signal Nose oder wie du es auch immer nennst, denn eigentlich heißt. So lässt sich auch ganz einfach ein Signal für das Umlaufen von Gegenständen aufbauen. Das Signal Außen. Im Alltag tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingssignale. Hier vereinen sich Kopfarbeit und Bewegung. Dabei wird das Umlaufen von Gegenständen, beim Spaziergang zum Beispiel einen Baum, natürlich erstmal über das Signal Nose ohne Distanz aufgebaut. Außerdem kannst du Tricks mit deinem Hund üben, die im Alltag wirklich nützlich sind, deinen Hund also quasi zum Alltagshelfer befördern. Myla zum Beispiel hat gelernt, auf Signal die Türe mit ihrer Nase wieder zuzustupsen. Apportieren, sinnvoll und vielfältig, wenn man es denn richtig macht, denn ich kann das gar nicht oft genug sagen. Das einfache Hinterherhetzen hinter Bällen, Stöcken und so weiter ist nichts anderes als Üben und Ausleben von unkontrolliertem Jagdverhalten und birgt natürlich einige Risiken. Apportieren mit Köpfchen ist dagegen wirklich empfehlenswert und lässt sich schon mit einfachsten Übungen umsetzen. Zum Beispiel das Apportieren im Dreieck. Hier übt sich dein Hund in Impulskontrolle und hält das Signal, bis du ihn zum Apportieren freigibst, zum Beispiel auf Blickkontakt. Wichtig ist, die Übung an den Stand deines Hundes anzupassen und vor allem zu variieren, damit es nicht langweilig wird. So kannst du bei der Übung zum Beispiel zusätzliche Aufgaben vor dem Apportieren einbauen. Immer wieder höre ich, mein Hund apportiert aber nicht. Und das liegt meist einfach nur am falschen Aufbau oder der falschen Motivation. Möchtest du deinem Hund das Apportieren beibringen, so sind dafür erstmal zwei Dinge erforderlich. Erstens, er nimmt das, was er apportieren soll, ins Maul. Und zweitens, er lernt diese Beute, denn was anderes ist es ja eigentlich nicht, zuverlässig auf direktem Weg zu dir zu bringen. Aus diesem Grund wird das Apportieren sehr gerne über einen Futterdummy aufgebaut. Das ist einfach ein Beutel, der mit Futter gefüllt wird und dadurch kann man ihn mit Leichtigkeit für den Hund interessant machen und die meisten Hunde nehmen ihn schon allein wegen seinem Geruch gerne ins Maul. Dann bleibt ja nur noch zu klären, dass es sich nicht lohnt, diesen Beutel allein in Sicherheit zu bringen, also sicher deinen Hund im Aufbau gerne über eine Leine ab, es sich aber viel mehr lohnt, den Beutel zu seinem Menschen zu bringen, denn jedes Bringen wird mit einer tollen Belohnung honoriert. Erst wenn dein Hund das sichere Bringen wirklich beherrscht, baust du die Übungen aus und kannst dann auch alltagsrelevante Dinge apportieren lassen. Wie hier im Video, da siehst du, wie Myla auf das Signal Tempo ein Päckchen Taschentücher apportiert. Wichtig, auch das muss natürlich erstmal rückwärts und kleinschrittig aufgebaut werden. Genau wie beim Altpapier wegbringen, das heißt, ist das Signal Bringen bekannt, lernt dein Hund erstmal das Papier auf ein entsprechendes Signal in den Korb fallen zu lassen. Erst dann baust du die Distanz weiter aus, bis er das Altpapier zuverlässig in den Korb bringt. Nasenarbeit. Die beste Kopfarbeit überhaupt, denn anspruchsvolle Nasenarbeit ist extrem anstrengend, lastet also in kurzer Zeit sehr gut aus und ist eigentlich für alle Hunde geeignet. Deswegen zählt die Nasenarbeit auch zu meinen absoluten Favoriten. Dabei ist das Suchen von Gegenständen wohl unsere Lieblingsbeschäftigung zu Hause, ganz einfach, weil sich das so schön in den Alltag integrieren lässt. Denn einen Gegenstand kann ich auch gut mal zwischendurch verstecken, mich dann wieder meiner Arbeit widmen, bis Myla mir den Gegenstand eben bringt und ich ihn dann eventuell nochmal verstecke. Auch hier ist wieder der Aufbau entscheidend. Du musst deinem Hund erstmal beibringen, was Such denn eigentlich heißt. Also erstmal deinen Hund in Sichtweite warten lassen, während du was ganz einfach versteckst, damit dein Hund auch weiß, wo er suchen muss. Und erst wenn Such ein klares Signal ist, dann lässt du ihn außer Sichtweite warten und machst die Verstecke schwerer.
Besonders beliebt ist das Verstecken von Futter in der Wohnung und tatsächlich ist es eine ganz nette Beschäftigung. Allerdings gebe ich zu, ich bin kein Freund davon, dass der Hund Futter, das er findet, ohne Rücksprache mit dem Menschen einfach aufnimmt und habe Myla deswegen beigebracht, das Futter anzuzeigen und erst nach Freigabe zu nehmen. Generell muss man natürlich sagen, dass das Suchen von Futter für einen Hund, dessen Nase eigentlich deutlich mehr leisten kann, keine besonders anspruchsvolle Nasenarbeit ist. Deswegen möchte ich dir noch Sniffeldog von Uwe Friedrich und seinem Team Kanin vorstellen. Hier geht es um das sichere Erkennen und Anzeigen eines bestimmten Duftes durch das gezielte Andocken mit der Nase an der entsprechenden Dose. Siehst das hier ganz schön an Myla im Video. Dieser bestimmte Duft befindet sich immer nur in einer von vielen Dosen und der Hund soll systematisch mit der Nase suchen und eben genau diese Dose zuverlässig anzeigen. Hier geht es also nicht darum, einfach Futter in einer Dose zu verstecken, sondern bereits das Anzeigen und dann jeder weitere Schritt wird ganz genau aufgebaut, damit der Hund diese anspruchsvolle Arbeit überhaupt leisten kann. Erkennt der Hund den Geruch nämlich erstmal zuverlässig, wird er Zug um Zug minimiert und später sogar mit extremen Gerüchen wie Pansen überlagert. Also eine ganz tolle und spannende Geschichte, die man in Sniffeldog-Seminaren bei Uwe und seinen Sniffeldog-Trainern erlernen kann. Und inzwischen gibt es da sogar Meisterschaften, auf die man dann mit seinem Hund hinarbeiten kann. Mich hat das Konzept total überzeugt und deswegen habe ich auch hier für dich den Link zur Sniffeldog-Seite unten in den Text gepackt. Also wenn dich das interessiert, kannst du dich da ausführlich weiter informieren. So, das war's auch schon. Im Anschluss folgt nur noch ein Outtake von unseren Dreharbeiten. Ich hoffe, es waren ausreichend Ideen für dich und deinen Hund dabei. Lass mich doch bitte wissen, wie dir mein Video gefallen hat. Ich freue mich immer über einen Like und ich freue mich auch sehr, wenn du das Video kommentierst. Denn mich interessiert natürlich, welche Ideen gefallen dir am besten? Was wirst du für dich und deine Fellnase aus dem Video mitnehmen? Und vielleicht hast du ja auch noch Ideen oder Anregungen. Natürlich darfst du das Video sehr gerne teilen und weiterempfehlen und falls du es nicht auf meinem Blog siehst, dann komm unbedingt auf meine Blogseite auf meintraumhund.de, denn an der Diskussion, die dort stattfindet, werde ich mich natürlich auch aktiv beteiligen. Falls du noch nicht für mein E-Book und den Crashkurs registriert bist, dann melde dich gern heute noch kostenlos dafür an. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen der Ideen mit deiner Fellnase und sag bis bald!